Willkommen zu einem neuen Part, mehr geht so. Weil ich mittlerweile auch gesehen habe, dass mehr geht so relativ gut ankommt. Ich bin ehrlich, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Weil ich habe eine Zeit lang nur vorproduziert und war dann eine Zeit lang nicht auf YouTube. Aber jetzt bin ich wieder auf YouTube. Okay, den. Yo! Als ob. Ups. Sorry. Aber was zum? Okay, ich habe das Ziel erreicht für heute. So. Okay, bye. Gratistiere. Ein Dreier. Wäre es doch ein Feld davor gewesen, dann wäre ich noch mehr ausgerastet. Okay, nun einer. Der danach, warte, ich guck kurz, wie der heißt. Und zwar ist das ein Hippogriff, das Viech rechts daneben. Weil ich besitze das, hab das einfach mal eben kurz so, es war zur Zeit in einem Festival. Und dann habe ich es einfach so bekommen. Das Spiel dachte sich so, du willst ein Tier? Hier, ich gebe dir ein Tier auf die Fre. Dann dachte ich so, Spiel, okay. Wenn du es willst, dann nehme ich es gerne an. Lol, man kann Lucky Events invisible machen. Okay. Also ich werde erstmal den 60er dem Neuling geben. Und hier ausbrüten starten. Den können wir noch nicht ausbrüten. Vielleicht, wenn ich ein Video gucke. Aber darauf habe ich jetzt momentan noch keinen Bock. Hä? Warum steht der Hybrid-Ei gekauft? Ich verstehe ihn nicht. Aber ja, wir müssen auf Level 24 kommen, damit wir Tundra bekommen. Und guck mal, wie süß der ist. Der kriegt ein Herz. Guck mal, wie süß der ist. Hier. Achtet auf seine Mundwinkel und so und seine Augen. Das ist so. Oh mein Gott. Emanuel oder Sina? Ich würde sagen Sina raus. Emanuel finde ich irgendwie so geil als Name.
Stitch. Kensley. Server. Stitch raus, weil das ist eine Art Abklatsche von einem Disney-Charakter. Und übrigens, nochmal eben kurz dazu. Also, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Mehr geht so doch ein so extrem erfolgreiches Projekt wird. Aber dann können wir einfach Mehr geht so zu einem Langzeitprojekt machen. Und das finde ich halt so mega geil. Mir gefällt Mehr geht so auch so richtig gut. Von daher. Und eigentlich hatte ich vor, dass das LP so lange geht, bis wir die Wüste haben. Und vielleicht so ein bisschen in der Wüste vorangegangen sind. Aber länger oder so hatte ich das jetzt eigentlich nicht in Planung. Aber dann, wenn das so gut ankommt, dann werden die Folgen halt jetzt nicht so fast täglich kommen oder so, sondern so vielleicht einmal so alle 3 Tage, manchmal auch einmal pro Woche. Ja, moin, jetzt bekomme ich davon Tiertocken. Und bitte, ich lasse es auch laufen dafür. Okay, ein Dreier. Stellt. Lol, das hatte ich auch noch nie. Links ein Tier, was ich schon hab, rechts ein Tier, was ich schon hab. Und das neu. Ja, als ob. Hallo. Ah, was zum Teufel einfach. King Candy. Könnte so aus Cute Rube kommen. Kennt ihr das Spiel noch? Cute Rube. Oder Cute the Rube. Ich hab's mal cute genannt, weil ich den irgendwie auch cute finde. Fragt einfach nicht nach, okay? Danke. Auf meinem Handy bin ich schon so weit, deswegen weiß ich das. Beim Tageskalender, wenn man da. Ja, was wollte ich sagen? Piep. Wenn man da den Geisterfuchs hat, dann kann man zum Schreckenswolf kommen und zu einem Hybridei. Okay, krass. Hund oder Hund? Okay, dann nehmen wir den Hund. Okay, ein Dingo, hatte ich den schon? Ja, Pharao oder Aubriela. Pharao, das merke ich mir vor. Der Name. Den würde ich, wenn ich mir die Sphinx kaufe. Hier, ihr wisst schon welche. Diese Sphinx hier im Starterpaket. Und das dann possible ist. Dann werde ich den so nennen. Und übrigens, ihr könnt auch immer, immer Feedback in den Kommentaren schreiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass
manche sich nicht trauen, was in die Kommentare zu schreiben. So, aber ich kann dann auch Kommentare erwähnen, so. Aber ihr braucht keine Angst davor zu haben. Vor, keine Ahnung, dass ich euch festbanne oder so. Die Hauptsache ist einfach nur, dass ihr keine bösen Kommentare schreibt und sonst ist alles Paletti. Okay, den Regenbogenleopard. Ich finde irgendwie vielleicht 15 Festivals-Dinger für die höchste Stufe zu wenig. Weil meistens ist das ja zuletzt ein Tier und auch ein krasses. So, wenn es halt ein krasses ist, dann muss auch dementsprechend was Krasses rauskommen, so. Sag jetzt nicht so, oh cool, das brauche ich nicht, dann ist das ja mega cool. Fördere 8-mal Tiere. Ups. Mir ist gerade aufgefallen, dass er seinen Po nach hinten streckt. Dann streckt er ja sozusagen den Po in das Gesicht von Vulpia. Bisschen interesting, aber ja. So ist nun mal das Leben. Das ergibt gar keinen Sinn, was ich gebrabbelt habe. Egal. Egal. Piep. Quatsch, ich wollte hier gucken. Kaugummi. Arisno. Pegasus. Sus. Piep. Zebra. Warte, kann ich nicht den Zebra. Das Zebra jetzt schon irgendwie bekommen? Nein, ich will dich nicht. Piep. Das hört sich so komplett komisch an. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Deswegen stirbt. Piep. Eigentlich wollte ich die Parts ja wieder kürzer machen. Gelingt mir nicht immer eine. Eigentlich sogar fast nie, Lul. Die 5. 6. Übrigens war ich heute beim Friseur.
Oben 9 mm, an den Seiten, ich glaube, 2 mm war das. Okay, wir brauchen nur noch ein Lackierwind. Warte, 48 plus kombinieren. Dann. Ach du Scheiße, 48. Manchmal kommt mir so vor, als wenn ich, dass ich denke, ach du Kacke, wie lange lasse ich denn die Quests offen? Ohne mal so vielleicht für so längere Zeit mich daran zu setzen, sage ich jetzt mal. Also, wir haben es jetzt schon. Okay. Meinetwegen. Ah, und wir haben jetzt zwei Glücksradspins. Eins und... Nein, so knapp an 250. Schon wieder so knapp, aber... Zwei Spins. Come on. Ja gut, okay. Also ich erwarte auch nicht so. Ach du Kacke, wie knapp ist das denn vorbei? Ich glaube sogar, den habe ich auch. Wartet mal. Ihr hört jetzt wahrscheinlich die Mucke von meinem vom Handy. Aber einkürun. Ne, einküren. Einkhyren. Interesting, sage ich nur. Einfach nur interesting. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich mir als nächstes Girapier hole. Ich glaube, auf dem Handy habe ich ihn bisher immer noch nicht, weil ich stelle mir da halt so ein... Warte. Tulip und Penny. Penny ist eine Marke. Laden, weg damit. 135, okay. Ich stelle mir halt so ein vor, nur halt mit so einem Giraffendesign. Also so von der Giraffe halt so die Punkte und vielleicht noch so den Kopf so vorne. Wahrscheinlich habt ihr ganz andere Bilder als ich im Kopf. Und ihr denkt so, WTF, was denkt der Dude? Aber Erreichen des Tierlevels 67. Ja, moin. Okay, dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Part keine Tiere füttern können. RIP an die Tiere.
Aber ich würde sagen, dass wir noch auf ein Lucky Event warten. Wo man vom Teufel spricht und bis gleich. Ich habe gerade bei mir Licht angemacht. 22:34 Uhr ist es. Stimmt, das war ja das. Drei Ausbuten, ja, let's go, okay. Erstmal das Event ausnutzen, was wir bekommen haben. Na. So gefühlt kommen da nur Ballons beim Event. Lol, freut sich Volpia noch, Lul. Volpia, hast du verschlafen? Okay, jetzt hat er aufgehört. Okay, weird. London, Tulip, Nikolasse. Ich würde aber sagen, dass ich Nikolasse lasse. Oh, der war krass. Nico, lasse ich drauf. Warte. Okay, geht nicht. Ich wollte schreiben, Nico, lasse ich hier. Weil Nico lasse ich drauf, ist irgendwie zu brutal. Hundertachtundvierzig, okay. Nein, ich wollte das nicht. Aber wie sagt man so schön? Egal, wie. Wir könnten jetzt auf Level 65 kommen. Allerdings, was ich auch gelernt habe durch die Version auf meinem Handy, dass ich, wenn ich Dinge brauche, dass ich einfach, ja, wie sagt man das, das Geld sammle. So. Aber die Folge läuft ja auch schon ewig. So. Lohnt sich das? Ja gut, ich mach. Okay. Ich hatte heute übrigens, bevor ich es vergesse zu erwähnen, durch das Festival beim Vervollständigen des ersten hatte ich einfach drei frickin' Glücksradspins bekommen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so: TMSS, was hast du denn so bekommen? Und ich so: Schlechtes. Ich hab's hier offen. Ein Pikmin-Nilpferd. Also damit meine ich nicht Pikmin aus Pikmin 4, lul. Ein Araber. Und wo ist der dritte? Hier. Ein Klammeraffe war das.
Ich hatte eben gerade noch was getrunken. So. Und übrigens, falls ihr euch auch mal eine Folge wünscht, wo ich nur über Dinge quatsche, so podcastmäßig, dann abonniert doch den Kanal und schreibt es gegebenenfalls in die Kommentare. Und übrigens habe ich auch das Sonnenuntergangs-Mammut auf meinem Teil. Und Hammer könnte ich zwar so behalten, den Namen, aber ich würde Hammer dann eher ihn hier nennen. Obwohl Elvis passt zu ihm halt auch ganz gut. Dann tausche ich doch das. Und zwar Atlas. Ich finde irgendwie der Name passt so extrem gut. Das so eher bläuliche ist für das blaue Teil des Wassers. Dann die Augen, die Hörner so. Und die eher hellbläulichen Dinge. Und die Haare von ihm, das könnten so die Art Länder sein. Und ja, damit es nicht Überstunden gibt, weil wir haben schon 22:42, würde ich sagen, bye bye und lasst nichts an.